Der Mars, 225 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, ist wieder Mittelpunkt eines beeindruckend genau durchdachten Konzepts für dortiges Leben. Das ukrainische Architekturbüro Magno Studio hat 2021 versucht, sich das Leben abseits des Planeten Erde vorzustellen und kam zum Plan C, einem Mars-Siedlungskonzept mitten im Krater, geschützt vor Sandstürmen und Meteoritenhagel. Im Kern geht es um das Terraforming. Das bedeutet, den Planeten für Flora und Fauna lebensfähig zu machen. Für Plan C wurde zwar ein hypothetischer Zeitraum angenommen, setzt aber Technologien wie Robotertechnologie oder die Umwandlung in Sauerstoff voraus. Plan C ist eine autonome Siedlung, deren Außenwände mit 3D-Druckern gebaut wird. Zu den lebenswichtigen Bereichen für die Weltraumsiedlung gehören ein medizinisches Versorgungszentrum und eine Isolierstation, ein Forschungszentrum, das die Planeten und die Atmosphäre überwacht, chemische und biologische Labors, ein Kontrollbereich und ein Verwaltungsblock. Für einen sicheren Ein- und Ausstieg ist es wichtig, ein Gateway zu entwickeln, wo man einen Anzug für die Raumfahrt ausziehen oder anziehen kann. Im Inneren des sogenannten Bagels gibt es eine öffentliche Halle, die sich durch die gesamte Siedlung erstreckt und als Ort für lange Spaziergänge dient. Pflanzen sind die besten Freunde im Prozess der Anpassung der Erdlinge an das Weltraumleben, dachte sich Magno. Denn entlang der gesamten Halle gibt es Bäume und Grünflächen, die Kohlendioxid und Wasser mit Hilfe von Phytobeleuchtung in Sauerstoff umwandeln. Daher gleicht ein Weg zu den Gemeinschaftsräumen einem Spaziergang unter freiem Himmel. Um das kosmische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, ähneln kugelförmige Gewächshäuser mit Gemüse kleinen Planeten, die im offenen Raum manövrieren. Das sind Kapseln für den Anbau von Pflanzen mit Phytolampen. Das Gerät verfügt über mehrere Modi, einschließlich der Möglichkeit, das Licht zu schalten und die Kapsel vollständig zu schließen. Der Konferenzbereich ist eines unserer Highlights. Unter den Mauern gibt es Felsbrocken, in denen man sitzen, sich hinlegen und von den zukünftigen Welten träumen kann, die uns erwarten. Das Hologramm der Erde in der Mitte des Raumes erinnert an unser erstes Zuhause. Und die Neonbeleuchtung ermöglicht verschiedene Stimmungsbilder, entweder Diskussion oder eher Party. In den Schlafzimmern gibt es anstelle einer Decke einen großen Bildschirm mit Landschaften eines bewölkten Himmels, der Milchstraße oder der Lieblingsfernsehserie. Um den Muskelschwund durch geringe Schwerkraft zu verhindern, hat Magno einen Bereich von Heimtrainern entwickelt, um es den Menschen zu erleichtern, die Anpassungszeit zu überleben. Wladimir Usow, Mitglied der International Academy of Astronautics und ehemaliger Leiter der staatlichen Raumfahrtbehörde der Ukraine, kommentierte das Projekt so. Ihr Team hat es geschafft, einen schönen und praktischen Raum in eine raue Marslandschaft zu integrieren. Die Menschen wollen die Schönheit um sich herum, sogar auf dem Mars. Dem schließen wir uns gerne an.